Hey, ja, hier ist der Stuppen. Willkommen zurück zu Burnout Legends zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zur Fortsetzung der World Tour, wo wir beim letzten Mal wieder in Polizeiwagen gestiegen sind und zwar meine Verfolgung abzuschließen. Die haben wir auch erfolgreich abgeschlossen in einer kurzen Folge. Tut mir leid, wenn was zum letzten Mal ist, ist ein bisschen länger. Und zwar machen wir weiter im Rahmen der World Tour in der Sportserie. Da geht es nämlich für uns nach Airport Terminal 3. Und zwar haben wir dort noch einen Road Rage zu tun. Ja, also da gibt es ja viel zu questionen. Es gibt ja extrem viele Road Rages hier im Rahmen dieser Serie hier. Wir hatten ja aber dreimal hintereinander welche. Also das ist der vierte jetzt mittlerweile schon. Also gibt es ordentlich was zu tun. Und ja, den machen wir. Und da haben wir hier die freie Autoauswahl, wobei wir alle mittlerweile gefahren sind, außer die wir freigestellt haben. Und zwar ist das der Legend Roadster, weil der fehlt immer noch, der Tune Sports. Er stellt sich ganz bitter frei. Durch Goldmedaillen. Ja, wir nehmen den, haben keine Farbauswahl, also ich sagen, ja, los geht's, ne? Und gucken, was für ein Roadrage uns diesmal erwartet. Und zwar nehmen wir ein Roadrage, 25 Takedowns. Das ist natürlich eine ordentliche Anforderung. Beim letzten Mal haben wir 28 geschafft in einem Roadrage. Also, können wir vielleicht damit was machen. Guter Anfang. Also besser der Anfang. Okay, müssen wir mal hier durch. Oh, er zählt zu Nias Crash. Aber Glück gehabt. Du fährst auf sie drauf und nichts passiert, aber was ist das denn? Okay, das läuft ja bisher ganz okay. Haben wir manchmal 6 geschafft. Ha! Ich hab mich noch gebremst, ey. Aha. Hab ich denn noch gekriegt? 9. Erzielt, glaube ich, noch. Ah! Auto Takedown. Voll erwischt. Ah, nein, bin ich jetzt zu schnell. Wieder zu schnell gewesen. Das war echt armselig, ne? Ich fahre ganz lang am drauf und krieg ihn nicht, weil. Naja, machen wir nochmal von vorne. Ja, das zieht er noch. Ha. Er ist hingefahren, das ist nicht kaum berührt. Okay. Na. Okay, sieht ganz gut aus. Ah. Da haben wir schon mal. Und langsam gegenfahren, langsam durch da, durch die Tankstelle und wieder Gas geben. Okay, und wieder Bremse treten. Okay, den macht er nicht. Vielleicht er den. Okay. Wo sind sie? Ah. Ah. Jetzt zählt noch. Nochmal gerade ausfahren. Mir fehlen noch 3. Muss ja möglich sein. Ah.
bei. Ein noch, muss auch möglich sein, ey. 25! Ich hab's geschafft, bleib wieder hier. Aber nochmal kritisch am gegen Ende, aber wir haben es geschafft. Nein, der zählt noch, meine Güte. 26. Wir haben noch einen 26. erwischt, das heißt, die Goldmedaille haben wir gesichert. Puh, das war aber ein Trip, sag ich mal. Aber wir haben es geschafft, neues Auto und zwei neue Events auch freigeschaltet damit. 30.000 Punkte und 26 Takedowns. Puh, das war extra reich. Da haben wir doch was geliefert. Neues Auto wurde dann gerade geliefert, 50 Goldmedaillen. Okay, und zwar ist das der Tune Sports, den haben wir jetzt freigeschaltet. Endlich mal, würde ich sagen. Endlich den Tune Sports frei bekommen. Und ja, dann haben wir ein weiteres Auto in unserer Liste hinzuzufügen. 81.000 haben wir jetzt. 1000 Punkte. Da haben wir einen Aftertouch und 25 normale. Das macht 325 Checkdowns, wenn das nichts ist. Dann haben wir es geschafft. Das war wieder nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Denkt wie meine Kommentare unter die Bewertungen und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, um aktuell dran zu bleiben. Ihr könnt beitreten in den Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was es Neues gibt und viel, viel mehr. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.